Havelse als Aufsteiger, Würzburg, glaube ich, 2 Punkte und Havelse noch keinen, aber die Würzburger tun sich auch gegen den Tabellenletzten schwer. So, jetzt hat Rekdal mal Platz, zieht ab und Tor. Uff! Und drin ist er. Schönes Ding, ja. 14. Minute. Kann man den Ja. Torwart natürlich nicht von Das seiner stimmt. Schuld freisprechen. Ja, den kann man halten, den Ball. Ich denke, das wird morgen genauso sein. So, Ja. Eckball jetzt von Mainz, kommt rein. Diesmal nicht dran. Und Tor. Ja, da Ja. passt man einmal nicht auf. Der steht dann völlig frei. Na, erster Ball. Ganz klar, erster Ball wird nicht Sauber geklärt. erreicht, beziehungsweise. Ja, da kann man nur hoffen, dass solche Partys dann irgendwann auch jetzt mal wieder. Und Kudalla, da ist es doch. Hoppala! Da kommt die erste gute Flanke von links von Manuel Polster. Ja, und dann belohnt sich wieder einer, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben heute. Kudalla mit dem 2-1. Ja, macht er auch. Ja. Kommt auf den Der zweiten kommt auf den Pfosten. Pfosten. Und Tor! Oh, mit der Und was ein Hacke! Traumtor von Dominik Schönes Lundnagel. Ding! Ja. 57. Minute. Ja, Wahnsinn. Seine Aktion, wenn er Zorgic im Ball Weil hat mal besitzt ist, Platz. sind eher Rekdal. unglücklich. Und da Jetzt ist Grimm. Ah, Ja, guck. okay. Man muss es nur mal sagen. Und dann läuft's. Kaum. 4-1. Mein Ja. Opa hätte jetzt halt kaum aufs Maul zu. Gell? Aber ja, Also. so ist es. Insofern wäre ich zufrieden als Trainer. Und das ist Und da fällt noch das das 4 zu 4-2. 2 Ja, durch Dominik schau Albach. mal an. Ja, Ja. das ist natürlich jetzt das Ergebnis von letzter Woche. Aber es ist wieder ein Standard. Ja, Also ja. da, das, Das ist was ein du vorher Thema. gesagt hast.